Erstmal hier schön Platz machen. Ich weiß auch nicht, was natürlich Herobrine-Legende genau dran ist. Ich zock Minecraft erst seit der 1.3. Muss man wissen. Was ist draußen? Was das auch immer sein möge. Ist auch ein bisschen unheimlich. Ich spiele normalerweise immer Musik auf den Kopfhörern. Oh, ein Zombie. So ganz ohne Musik oder ohne Senshi im Hintergrund. Fühlt man sich doch recht komisch. Ich glaube mal das Holz, nicht, dass Herobrine doch noch kommt und mir alles wegnimmt. Wer weiß, wie böse der ist. Ein Creeper. Ich dachte mir, jetzt habe ich vielleicht irgendwas Interessantes. Da war es ein Creeper. Ah, ein Zombie. Ka, komm, klappt. Wo waren jetzt die Schafe? Wo waren die? Die habe ich ja auch nur gesucht. Schon wieder verloren. Ach, da in der Richtung. Genau entgegengesetzt zu den Schweinen. Das heißt, wenn ich jetzt die Schweine suchen will, finde ich die nicht mehr. Das ist der Skill. Die, die. Die, die. Schafe haben nicht viel Lebenskraft, man merkt's. Finde ich ganz gut, denn dann habe ich es leichter. Dreimal Wolle, das ist gut. Hühner, 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 die haben noch weniger. Das ist doch nicht ernsthaft ein Traum drin, oder? Oh doch. Ja, aber wie viele gehe ich? Eins mehr als ich dachte. Das ist der Fehler, dass die im Baum spawnen, kommt sehr oft vor. Hab ich so das Gefühl? Jetzt ist wieder alles ruhig. Ich weiß auch nicht, was ich dazu genau sagen soll. Auf jeden Fall gibt es hier viel Dschungel. Schon mal gut für den Fall, dass ich irgendwo. Dschungel mal was bauen. Ich könnte mir eigentlich auch, sag mal, warum eigentlich nicht? Ich dachte schon, da wäre wieder was, dann ist das ein Ocelot. Ja, die Ocelots ist. Ach, dass die Hühner jagen, ist mir auch neu. Das mal so zu sagen, ich finde Ocelots verdammt nervig. Das heißt, nicht wundern, wenn ich die reihenweise umbringen werde. Liegt leider so in meiner Natur. Tut mir sehr leid. So. Wisst ihr was? Weil es so viel Spaß macht und weil ich sowieso nicht weit weg bin vom Spawn und das ganz gut ist, falls ich jetzt am Anfang mal sterben sollte, ohne dass ich vielleicht gepennt habe oder irgendwo. Ja, mal das Bett gebaut und danach nicht gepennt habe. Das würde man nur abends machen. Dagegen vorzubeugen. Aber falls es mal passieren sollte, dass irgendwas mit meinem Bett ist und ich
ja, ich dann sterbe. Wenn wir einfach hier ein kleines Häuschen. Das ist einfach nicht weit weg, das ist vom Spawn. Wie mache ich das? Bauen wir einfach mal. Das ist sehr interessant. Ich lasse mich vorher noch über die Gesprächsthemen mancher schlechter Let's Player raus und aber so jetzt fällt mir selber nichts ein, jetzt habe ich selber keine Ahnung, was ich laber. Und das ist typisch für die andere Sorte Idioten unter den Let's Playern. Nee, ich will jetzt hier niemanden schlecht machen, aber. Ich habe auch einen Let's Player gesehen, der hat gesagt, ja, ich habe das so gemacht, damit wir nicht langweilig Häuser bauen müssen und so. Habe ich schon ein klein bisschen fürs Let's Play vorgespielt. Ja. Ein klein bisschen vorgespielt. Er hat eine Diamant-Axt gehabt. Dazu noch ein paar andere Diamanten, auch nur das Haus war schon ziemlich riesig. Soviel zum Thema Vorspiegeln. So ein kleines bisschen. Also, erstmal stellen wir die Werkbank hin. Ich glaube, ich baue das ja auch noch weg. Jetzt den Kram da unten. Mhm. Was ist das? Ein besseres Haus. Vielleicht verbinden. Das wird mal ein interessanter Aspekt. Und ich baue mich direkt hier in die Wand. Dann habe ich damit keinen Stress. Die Kohle kann ich auch noch irgendwann gemütlich holen. Das finde ich jetzt doof. Was es auch neu gibt, der 1.6, was wir aber nicht brauchen werden. Ab der Version 1.6. Mache ich so. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, Minecraft, hä? Das dachte ich gerade 100%. Da, ich klatsche erstmal ein bisschen da rein. Hört so auf, ich brauch's selber noch. Da rein und drauf. Machen wir mal 20 Blöcke. Wooden Coal. Wooden Coal heißt das so? Holzkohle halt. Bin jetzt nicht so der Vollprofi in Englisch, hab zwar eine 2, aber naja. Die Holzkohle hat übrigens eine neue Textur. Und es gibt jetzt Kohleblöcke. Ich lasse die Creeper nicht rein. Die machen wir mal scheiße. Die kriegen wir. Oh mein Gott. Die sollen eingesperrt werden. Das heißt, ich mache das mal zu Stöcken, wenn ich das sowieso jetzt nicht brauche. Habe ich davon auch mal 12 Stück. Das heißt, ich könnte mir 48 Fackeln machen, theoretisch. Hat alles noch seine Zeit. Ich baue hier erstmal ein bisschen Stein ab. Machen wir den Anfang mal einer kleinen Wohnung. So weit, so gut.
Also, ich habe hier eine kleine Strategiemaßnahme jetzt eingeleitet. Und zwar würde ich vorerst mal nur so mit Säulen drin die ganzen Räume bauen, dass da drin nichts. Leck mich! Ich mag kein Gewitter. Also, dass drin nichts spawnen kann. Weil, die wisst ja, die brauchen immer so 3x3 Blöcke zum Spawnen. Ja, 3x3x3 Räume. Und wenn die da sind, dann spawnen da Viecher, wenn es dunkel genug ist. Viecher. Ja, genau, ich rede schon wieder Schwäbisch hier. Monster und so ein Kack halt, ja. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ist das nicht sehr amüsant.